Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start. Halt nur via Chat, deswegen hi aus dem Chat, weil sein Mikrofon uns etwas zu laut ist. Das stört dann ein wenig. Und ja, es ist ein frischer Morgen, es ist der zweite Wintertag im zweiten Jahr. Das heißt, wir pflücken mal ganz entspannt ein bisschen Kaffee. So, ein bisschen. Nicht so viel, nur ein bisschen. Blub, 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 blub. Oh, ich will einen automatischen Abernte-Maschinchen hier haben bald. Das wäre was Feines. Weil es wird langsam ein bisschen viel. Kann man ja schon mal so sagen. Da hinten hören wir die Zitronen, die geschreddert werden. So. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es sinnvoller ist, tatsächlich es so zu lassen, wie es jetzt ist. Also, dass nicht alle gleichzeitig reif sind und jeden Tag so ein bisschen zu ernten. Oder ob es mehr Sinn macht, würde jetzt mal zu warten, bis alle reif sind und dann alle zu ernten, dass die alle auf einem zeitlichen Level sind. Ja, dadurch, dass wir immer wieder nachpflanzen, ja, macht es halt nur bedingt Sinn. Blumenbeet, Verwandlungstränke, Schaufenster, Vitrine, Mülltonne, großer Brunnen. Oh, das haben wir noch nicht. Oh, das hatten wir schon, nevermind. Kann ich es zurückgeben? Nö. Ach, kein Rückgaberecht hier. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt haben wir hier nicht mal Rückgaberecht, Leute. Leute, das ist auch hier unverschämt hier. Moment, darüber müssen wir um unsere letzte Hecke oben an Oskar seinem an Dachterrasse anzubringen. Wo er so ein bisschen versteckt ist. Moment, innen kommt man noch nicht hoch. Dafür brauchen wir noch Gerüste. Die müssen wir noch bestellen. Und wir müssen den Zucker noch auspacken, der natürlich jetzt auch angekommen ist heute. So, klappt das jetzt? Ei, wunderbar. Wunderbar. So, und dem Oskar wollen wir noch einen Kamin bauen. Das Zeug müssen wir auch bestellen. Das können wir jetzt wieder mitnehmen, weil... Ja, warum eigentlich? Weil wir Gerüste bauen werden, dann innenrum hoch können und nicht hier draußen so eine komische Station ist. Zucker nehmen wir, ist am Start, sehr gut. Dann brauchen wir Lagerfeuer. Können wir Lagerfeuer selber bauen? Bestimmt. Das gucken wir gleich mal. Was wir aber brauchen. Gerüste. Nein, nicht Gerüste. So, wie viele brauchen wir? 5 Stück. Bestellen wir 10, dann sind wir auf der sicheren Seite. Das sind Röcke. Ich dachte, das wären irgendwelche Mützen. Sind aber nur Röcke. Keine Mützen. Können wir nicht auf. Also können wir schon aufziehen, aber anziehen, aber nicht so. Was wollte ich gucken? Lagerfeuer. Es gibt nur die hohe Wissenschaftsmaschine. Nichts geht über die Wissenschaft. Das heißt, wir werden Lagerfeuer bestellen. 2 Stück für einen Kamin. Das passt wunderbar. Und Verliessteine sollten wir noch da haben. Das ist auch in Ordnung. Und ja, ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles, um das Lagerfeuer bei Oskar im Haus zu machen. Also Kamin, kein Lagerfeuer. Wir sichern unsere Geldmaschine war nicht perfekt. Aus dem ganz einfachen Grund. Das nächste Mal, während die hier gleich alle zur Marmelade kochen, könnten wir hier schon das nächste zum Schneiden drauf tun. Dann ist das schon vorgeschnitten. Und dann müssen wir nochmal mehr Geld ausgeben an einem Punkt. Aber ich meine, wir haben aktuell 8,3 Millionen. Es könnte in Ordnung sein, wenn wir da ein bisschen was ausgeben. So, die sind hier schön schon gewachsen. Die kleinen Bühnchen. Hier hinten kommen die goldenen hin. Goldstandard. Die sind aktuell noch nicht reif. Okay. Ist irgendwas Goldenes reif? Wie gesagt, ich finde es immer etwas schwierig, dass man die goldenen und die nicht reifen roten, also die normalen, nur schwierig unterscheiden kann. So. Holen wir uns mal die 3 Kaffeebohnen noch. So. Tun wir die wieder da rein, damit der Inventarslot frei ist. Und los geht's. Auf das Zeug warten wir. Lagerfeuer haben wir. Hammer? Hammer bestellt. Und die Gitter? Nope.
3,5 Stück würde ich sagen, das sollte reichen. Und wobei, 1, 2, 4, 5, 6. Nehmen wir 6 Stück. Dann müssen wir auch nicht zu dem guten Oskar nach Hause gehen. Nein, die Maximilian nach Hause gehen und da was klauen. Das ist schon mal von Vorteil. Nachher beschließt er, er ist nicht mehr Bürgermeister. Gut, für Oskar wäre das gut, weil der dann sagt, jo, ich könnte das übernehmen, vielleicht, eventuell. Aber das wollen wir ja nicht. So. Dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Marmor produzieren. Und dann gucken wir. Mehr Mörtel. Mörtel! Draußen schreien die Kinder rum. Unverschämtes Pack. Sind die einfach laut. Du kannst mit diesen Gegenständen nichts anfangen. Das ist zu wenig. Okay. 100 Stück ist schon mal ein Anfang. Reicht natürlich noch nicht. Das heißt, wir müssen wirklich beim nächsten Mal, wenn die Portale hier sind, müssen wir in die andere Welt. Wir brauchen noch gelbe Blümchen. 5 Stück. Die müssen wir noch bestellen für hier vorne. Um da halt dementsprechend ein bisschen was an Weg abzuholen. Blümchen. Blümsche. Blümscher. Hier gibt es die Blümscher. Sind die hier, glaube ich, die Madia? Haben wir Madia bestellt? Ja. 8 Stück, glaube ich, waren es, die wir brauchen. Dürfen wir uns halt nicht verbauen, aber das. Moment. So viel zum Thema Verbauen. Wir klatschen erstmal irgendwo irgendwas hin. Würde ich mal sagen. Ups, das wollte ich nicht machen. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier eine Säule hinbaue, aber ich will da eigentlich keine Säule hinbauen, weil es, glaube ich, strange aussieht, wenn hier schon eine Säule. Wollen wir mal gucken? Wir gucken mal. Ja, sieht jetzt nicht so prall aus. Museums. Säulen lassen wir im Museum. Und das vielleicht aber ganz nett, wenn hier tatsächlich. Und wie sähe das aus, wenn der jetzt hier davor steht und hier. Nö, das passt auch, wenn das hier so ist. Das ist in Ordnung, das kann man machen. Mist, jetzt habe ich die extra nach hier hinten geräumt, dass wir die auf dem Hof nicht so laut hören. Und wo hören wir die Scheißdinger jetzt hier, wo wir bauen? Toll. Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Richtig gute Idee. Kleine Büsche können wir mal ein paar bestellen. 1, 2, 3. Ja, da brauchen wir noch ein paar. Ich bestelle einfach mal. Ich meine, das sind kleine Büsche. Zur Not lassen wir die trocknen und dann werden sie verbrannt auf dem Lagerfeuer. Aber ja. Gib mir kleine Büsche. Wo sind meine kleinen Büsche? Ja, nehmen wir mal 20 Stück. So. Du hast Folgendes bestellt. 20 mal kleiner Busch. Jetzt ist es bestellt. Plop, 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 plop. So. Da habe ich mich erstmal wieder verbaut, wie sich das gehört. Sollen ja hier nicht in neue Muster verfallen, sondern alte Muster aufrechterhalten. Ja, finde ich, kann man machen. Kann man machen. So. Aber wir bauen jetzt natürlich auch wieder einiges recht schnell von unserem Marmor. Aber dafür ist er da. Und ob wir es jetzt verbauen oder später, macht dann auch nicht mehr den großen Unterschied. Und wieder Platz im Inventar. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ist selten der Fall. Muss man nutzen. So. Es macht mehr Sinn, von unten zu bauen. Ich kenne mich, sonst baue ich komische Dinge. Bin zu klein, komm nicht hoch. Nutzen wir unseren wertvollen Marmor einfach mal, um uns hochzubauen. 1, 2, 3, 4, 5. So, kann ich den jetzt hier durch jetzt eigentlich einfach wegklatschen können? Ja, kann ich, ohne Probleme. Ohne Probleme. So. Ein schönes Mäuerchen. So.
Ja, das ist doch. Das ist doch. Das sieht doch schon. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Dann machen wir auf jeden Fall aber noch einen drauf. Wenn wir dann irgendwo drauf kommen, ne? Das ist so der nächste Punkt. So. Schöner, sauberer Abschluss. Ich habe gerade gedacht, da hinten rennt ein riesiger weißer, keine Ahnung, Hase entlang. Das hat mich etwas irritiert. Ja, kein Marmor mehr. Shit. Gut. Aber. Ja. Es hat so ein bisschen was von dem Schloss der Eiskönigin. Und die Fenster sind halt scheiße. Muss ich ja leider so sagen. Der Bogen passt nicht. Ob ich Quest-Items aus dem Inventar löschen kann, ich weiß es nicht tatsächlich. Müsste ich mal ausprobieren. Gab es, glaube ich, irgendeinen Befehl für. Können wir gleich mal gucken nach der Folge. Weil da muss ich ein wenig Recherche betreiben. Da wollte ich es nicht hinbauen. Mist. Dann machen wir es aber so und bauen dann hier tatsächlich El Mamor. Wollte ich ja eigentlich nicht so machen, aber glaube ich im Endeffekt sieht doch dann besser aus. Ja. Fenster haben wir noch, Marmor haben wir keinen mehr, Fernseher haben wir am Start. Bringt uns halt nichts. Aber warum hat Mike Quest-Items in dem Inventar, die er nicht mehr braucht? Das verwundert mich auch ein bisschen, aber hey, immer wieder was Neues. Wollen wir schlafen gehen? Rupp. Gute Nacht. Benutze das Mausrad oder die Schultertasten. Wenn du halt einen Controller hast, ne? Ich hab halt ein Mausrad. Das Mausrad. Nur meine Maus ist ein bisschen dreckig. Hat keiner gesehen. Ein neuer Tag. Schon wieder angeschissen. Ihr schreckt doch vor nichts zurück, ihr kleinen Kühe, ihr. Thrive by shitting. So. Was Goldenes? Nö. Gibt einfach nichts. Nichts Goldenes am Stich. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier gleich was kaputt hau. Wenn ich die Sense mal kurz hier wegnehmen. Das bringt ja sonst alles nichts. Lalilu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wie der kleine Yugi Kaffee pflückt. Hallo, Mann im Mond. Aber wir waren niemals auf dem Mars. Eine der interessanteren Verschwörungstheorien, das mit dem Mond. Das war ganz lustig. Als ich mal ein Escape Room mitentwickelt habe mit dem Thema Verschwörungstheorien, haben wir natürlich so ein bisschen Recherche betrieben. So ein bisschen Recherche. Und die Recherche hat natürlich dann verschiedenste Verschwörungstheorien, weil wir halt so geguckt haben, gut, was sind die bekanntesten, also was kann man auch verwenden, so dass möglichst viele Leute es verstehen, wofür es eine Anspielung ist und so weiter. Und aus einer goldenen wird eine goldene, kann man machen. Nehme ich direkt mal mit. Und das Problem ist nur, ich habe auf meinem Handy habe ich eine Google News Sache. Und diese Google News Sache, die zeigt mir immer, also bringt mir immer Nachrichten zu Themen, die mich interessieren. Sprich, in der Regel ist da relativ viel über Spiele, die rauskommen und so Sachen. Und halt so ein bisschen politisches Zeug und so, ne? Und die geht aber natürlich danach, hey, der Bub hat sich das und das angeguckt, der Bub interessiert sich für das und das. Das heißt, Google hat gesagt, Moment mal, der interessiert sich für Verschwörungstheorien. Für die gefakte Mondlandung, für Chemtrails, für all diese Dinge. Und hat dann angefangen, mir natürlich Webseiten vorzuschlagen und Nachrichten zu zeigen zu diesen Themen. Ich
Sprich, ich habe wochenlang immer angezeigt bekommen, oh, guck mal, hier ein neuer Beweis, warum wir auf dem Mond waren, warum wir nicht auf dem Mond waren, warum Chemtrails so gefährlich sind und so weiter. Und da ist halt der Punkt, so eine Verschwörungstheorie wie die Mondlandung, dass die stattgefunden hat oder nicht stattgefunden ist. Da hast du Leute, die versuchen, auf wissenschaftlicher Ebene das zu erklären, warum das nicht sein kann, weil irgendwelche Schatten nicht so waren. Alles widerlegt. Finde ich ja okay. Und dann kommen so Leute wie die Chemtrailer. Also die halt sagen, die Flugzeugabgase oben in der Luft, die man da sieht, also die Kondensstreifen, das sind gar keine Kondensstreifen, sondern Chemikalien, die dazu da sind, um, je nach Theorie, Geburtenrate zu kontrollieren oder auch wahlweise, wahlweise, um unsere Gedanken zu kontrollieren und. Deswegen muss man auch immer den Aluhut tragen, das ist ganz, ganz wichtig. Die aber auf keinerlei Erklärungsversuch dafür haben, sondern es einfach nur diese Tatsache ist, die Regierung ist böse, also macht sie solche Dinge. Kannst du das Gegenteil beweisen? Jein, also kann nicht beweisen, dass das nicht der Fall ist, dass die Regierung das macht. Aber ich weiß fucking nochmal, was Kondensstreifen sind. Das finde ich ja immer ganz lustig. Wir brauchen hier noch Boden, sonst wird es mit dem Lagerfeuer nichts. Aber wir könnten schon mal irgendwo die Leiter nach oben machen. Aber wo? Hier kommen wir hoch. Wer hier in der Ecke macht eigentlich am meisten Sinn, ne? Sieht halt scheiße aus, aber gut. Machst hier nix. Sprich, ich habe sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr viele Informationen zu Verschwörungstheorien bekommen. Und ja. War stellenweise amüsant und stellenweise greift man sich einfach nur an den Kopf und denkt sich so, ja. Why you do this? Müsste ich hier nicht. Eigentlich. Hoch und runter können da dran. Muss ich da noch mehr Platz aufräumen? Hä? Konnte ich. Oh, ja, Fernseher erstmal hinbauen. Konnte ich mit Gerüsten nicht auf Gerüste hoch und runter gehen? Das ist jetzt aber blöd. Ich würde direkt eine Treppe bauen. Das ist doch kontraproduktiv. So. Kommt man da? Hallo. Wir können nicht mehr jetzt noch hier sowas hinklatschen, aber das ist halt dann scheiße. Ich konnte doch bei Gerüsten genau wie bei Minecraft auch hoch und runter laufen. Oh, warum habe ich das im Kopf? Warum geht das nicht? Das verstehe ich nicht. Verschwörung der Regierung, ich sag's euch. Die will uns hier nicht hochlassen. Oh, das finde ich ein bisschen blöd. Also finde ich wirklich ein bisschen blöd, mal. Das macht den ganzen Plan so ein bisschen zunichte. Ja, das ist platzmäßig auch ein bisschen blöd, aber das kriegen wir hin. Das heißt, wir machen hier instant wieder dicht. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verliessteine. Ah, da was einstecken? Ne, haben wir nicht. Dann holen wir kurz mal Verliessteine. Das Gerüst haben wir jetzt halt, ja, umsonst bestellt, würde ich mal sagen. Aber machst du nichts. Passiert. Verliessteine. Können wir auch mal mitnehmen. Hier, guck mal. Mit Totenschädel. Ne, will er nicht. Okay. Weil kein Platz im Inventar. Okay. Ah, da ist noch ein Fernseher. Können wir mitnehmen. Haben wir zwei im Inventar. Und was tragen Sie so mit sich rum, Herr Bär? Oh, boah. Nehmen wir Basalt dazu. Das könnte auch cool aussehen. So ein schicker Kamin einfach. Ich trage immer Fernseher rum. Das ist ganz wichtig. Man sollte immer einen Fernseher einstecken haben. Falls man mal spontan. Kann ich das wegschaufeln und das bleibt da? Ich bezweifle es, aber. Das heißt, wir müssen wohl oder übel. Moment, hier geht's gar nicht hoch. Wir müssen wohl oder übel nochmal ein Dings bestellen. Ein Blümische. Ein Madia, glaube ich, hieß es. Das müssen wir nochmal bestellen. Jo.
Ja, da ist ein Loch. Das ist auch richtig so. So, dann Kamin rein. So. Dann gibt's hier ein bisschen Kaminzaun. Damit hier auch ja keiner ans Feuer rankommt. Der ist nämlich heiß. Und, so. Es sieht ja ziemlich brutal aus. Soll's auch. Soll's definitiv. So. Hier noch, so dicht machen. Das sieht fast schon gruselig aus. Da hat der Mike auch direkt den Server verlassen. So gruselig sieht das aus. Aber tritt der Mike den Server. Er traut sich zurückzukommen. Okay. Oscars krasser Folterkamin. Aber gut, mit Oscars Folterkamin ist das Ganze auch vorbei, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen 14 Uhr geht es weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Und ein Chat bei vom Mike.